Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier bei Xardas altem Turm. Und leider lässt mich der Lurker hier nicht so richtig an Land gehen. Naja, aber ihr wisst ja, wenn man im Wasser ist, dann sollte man nicht vom Blitz getroffen werden. Da ist nichts zu. Das könnte wehtun, gilt übrigens auch für Lurker, wenn man sieht. Und für Warane geht das nicht nur im Wasser, sondern auch in der Nähe von Wasser, zum Beispiel auf so einem Felsen hier. So, hier mal ein Fisch. Übrigens, Fische brauchen Wasser, um zu überleben. Bei denen ist es andersrum. Deswegen liegen die hier nämlich tot auf dem Felsen rum. Weil die vergessen haben, genug zu trinken. Ne? Fische brauchen nämlich wie Menschen genug Wasser. Nichts zu holen. Warum nicht ein toter Drachenjäger? Ich meine, nicht, dass ich was dagegen hätte, dass ich ihn ausnehmen kann, aber... Warum liegt der hier? Was hat er hier gesucht? Ich weiß es nicht. Da drüben ist noch Pflänzchen-Gezeugs. Da werde ich, glaube ich, hinschwimmen, um wieder an Land zu gehen. So, jetzt schauen wir doch erstmal, was es hier gibt. Eine Spruchrolle, ein Trank und zwei Truhen. Ich bin gespannt, was ich hier finde. Links, links, rechts, rechts, links. Zweimal links, zweimal rechts. Zweimal links, okay. Und dann einmal rechts. Geweihtes Wasser. Ja, okay. Jetzt nicht so der Rede wert. Aber ein Dietrich auf jeden Fall wert. Und die hier ist so direkt offen. Der Wacholder ist wahrscheinlich ein bisschen verdünnt von dem ganzen Wasser. Und ich sehe gerade mit Schrecken, dass mir 5 Lebenspunkte fehlen. Da muss ich doch gleich einen Dunkelpilz futtern. So, außerdem brauche ich 85 Mana. 75 reichen fürs Erste. Und wenn ich dann wieder ein bisschen was gezaubert habe, werde ich hier wieder ein bisschen auffüllen können. So, jetzt speichere ich erstmal hier nochmal, bevor ich hier ertrinke, denn ich würde gerne schauen, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja hier zu Xardas alten Turm in Gothic 1 noch einen Unterwassereingang. Ja, hier ist nix. Ich wüsste gern, ob es den hier auch gibt. Sieht mir gerade aber ehrlich gesagt nicht so aus. Es sei denn, ich bin natürlich an der falschen Stelle. Was durchaus sein kann. Ganz realistisch betrachtet. Moment, liegt hier irgendwas? Achso, ja, der Lurker. Natürlich. Der alte Lurker, den ich da vorhin umgeblitzt habe. Okay, hier unten vielleicht ums Eck. Ich schau einfach mal. Ich meine, hey, warum nicht? Oder vielleicht gibt es eine andere Unterwasserhöhle. Könnte ja sein. Was? Achso, ich bin aus Versehen leicht aufwärts geschwommen. Nun denn. Ich muss hoch. Die Luft geht mir aus. Ach, schau mal, hier hinten geht's weiter. Ah, das ist die Brücke, über die ich mit Biff gegangen bin, zum Steindrachen. Das heißt, hier vorne ist ein Wasserfall, wenn ich mich recht erinnere. Und insbesondere komme ich da also nicht mehr hoch, wenn ich zu weit dran gehe. Was haben wir hier? Eine Flammenzunge. Das bedeutet allerdings... Ja, genau, da ist ein Wasserfall. Das bedeutet allerdings, dass hier wohl Feuerwarane in der Nähe sind. Oder zumindest in der Nähe sein könnten. Nun gut, ich bin hier aber fast komplett außenrum. Ich mache das eben noch vollständig. Okay, hier ist auch keine Höhle. Und was ist hier links? Sieht so aus, als wäre da unten irgendwas. Oder kann ich da nur zwischen den Felsen durch? Ah. Ihr wisst ja, hinter Wasserfällen sind immer gute Verstecke. Schauen wir mal, ob hier nicht auch irgendwas auf mich wartet. Oder vielleicht eine Höhle unterhalb? Ah, sieht nicht so aus.
Achso, der Felsen war cool, jetzt muss man da durchschwimmen. Gefällt mir. Na, noch habe ich Luft. Hier ist aber auch nichts. Höchstens halt hinter dem Wasserfall. Aber nein, auch hier ist nichts. Wie viele waren das? Waren das zwei oder drei? Das waren drei. Dann schauen wir doch hier nochmal schnell vorbei. Aber auch hier ist nichts, so wie es aussieht. Ne. Schade. Es hätte sich eigentlich wunderbar angeboten, hier hinter dem einen oder anderen Wasserfall ein bisschen was zu verstecken. Nun denn, gut. Warum wird das Wasser plötzlich durchsichtig und da wieder nicht mehr? Keine Ahnung. Egal. Schauen wir mal. Ach, da sind noch mehr Lurker. Schauen wir mal an. Und die kümmere ich mich gleich. Da oben im Hintergrund ist die Felsenfestung oben. Ne, nicht die Felsenfestung. Das ist da, wo der Feuerdrache war. Nicht der Steindrache. Warte mal, das sah das alte Turm so aus, als wäre da oben irgendwas. Der ist da so eingestürzt. Vielleicht kann ich da irgendwie hochklettern. Hab ich aber gezucht, cheaten. Ja, okay, hier unten ist auch nichts mehr, auch keine Höhle. Die Frage ist, komme ich da irgendwie hoch? Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich cheat mich mal eben hoch, um zu gucken, ob sich's lohnt, hier Zeit zu investieren und zu schauen, ob man hochklettern kann. Aber das sieht mir so aus, als gäbe es hier oben nichts. Gut. Das heißt, das lohnt sich nicht. Also kann ich mir die Zeit auch sparen. So, jetzt habe ich mir allerdings 10 Mana erkauft. Das heißt, ich muss, um das Ganze fair zu machen, noch etwas Feuerkraut futtern. So. Das Ganze wieder so ist, als hätte ich nie gecheatet. Genau. Ich hätte es auch vorher essen und dann cheaten können. Hätte keinen Unterschied gemacht jetzt in dem Fall. Okay, hier lag doch irgendwas, habe ich vorhin gesehen. Ein Fisch. Ach, schade. Ich hätte ja gehofft, dass es irgendeine Heilpflanze oder eine Mana-Pflanze. Naja, was soll's. Da hinter mir irgendwo müsste ein Feuersnapper. Nee, wie heißen die Teile? Drachensnapper, genau. Müsste ein Drachensnapper irgendwo sein. Hab ich mal vor Ewigkeiten gesehen. Ich glaube, beim Runterhüpfen habe ich den gesehen. Ja, vor Ewigkeiten, ne? Also bei der letzten Aufnahme halt. Genau, so, hier sind die drei Wasserfälle. Die kennen wir, die habe ich abgeschwommen. Da hinten war nichts mehr im See. 90 Mana mal eben, bitte. Ja, 75 reichen. Und da vorne ist irgendwie auch nur ein Wasserfall. Der führt wahrscheinlich zu dem See bei den Orks unten. Höchstens hier entlang der Küste könnte noch ein bisschen was sein im Wasser. Könnte ich mir vorstellen, aber huiuiui, das ist ja nicht nur ein Drachensnapper, das sind ja drei. Bevor ich mich mit denen anlege, will ich auf jeden Fall speichern. Aber ich schätze mal, wenn ich zwei Stück einfriere, werde ich mit dem dritten fertig. So, einer eingefroren. Der zweite eingefroren. Und der dritte, dem kann ich nichts anhaben, weil er zu nah an mir ran ist. Ach schön, ach schön, ach schön. Könnte ich bitte hier hochklettern? Hochklettern! Hochklettern, sagte ich. Ah, okay, der kommt auch hoch. Das bringt also nichts. Naja, der Vorteil ist, ich kann sie auseinanderlocken. Ne? Ich habe jetzt ja nur noch einen Gegner hier, der mich verfolgt. Kann ich hier runter? Tatsächlich, ja. Und er hat die Fährte aufgegeben. Das heißt, ich kann mich jetzt mal eben schnell hochheilen. Gerade so ein bisschen und dann vielleicht hier so ein bisschen. Machen wir das so, dann ist man mal wieder voll, sicher ist sicher. Und dann schauen wir doch mal, ob ich nicht mit Blitzen hier gegen den Drachenzepfer ankomme. Ach, guck mal. Tatsächlich, 3 Blitze pro Drachensnapper. 5 kann ich machen. Das heißt, na, ein bisschen angeschlagen ist er ja schon.
Insbesondere bedeutet das also, ich sollte hiermit zumindest einen Platt kriegen. Das trinke ich halt noch schnell einen Trank. Na, ich brauche tatsächlich drei immer noch. Naja, egal. Ich habe sie... Da ist nichts zu. Ist jetzt kein Problem. Ich mache... Ich habe noch... Ah, es ist doch ein Problem. Okay, eins, zwei, drei. So. Könntest du bitte Leichen fressen? Das wäre sehr lieb von dir. Guck mal hier, lecker Lurker. Lecker Lurker? Kein Happy Happy? Kein Happy Happy für dich, schade. Gut, aber ich weiß schon, wie ich dich platt krieg, keine Sorge. Du kriegst nämlich noch einen Blitz. Zack! Und das letzte bisschen, das krieg ich auch noch so hin. Wäre doch gelacht. Na? Siehste. Hey, ich glaube, das ist der erste Drachensnapper, den ich wirklich mit meinen eigenen Händen erlegt habe. Yippie! Nun gut. Jetzt brauche ich, aber erstmal jede Menge Pilze. Um vielleicht mit Mana noch ein bisschen zu steigern. 165. Na? Okay, jetzt ist es mir zu blöd. 362, 50 macht 412. Und dann brauche ich noch 100. Und 100. Guck mal, ich habe so viele Schinken. Die müssen aber irgendwann weg. Esse ich mal 5 Schinken. 4. Und dann noch 4 Pilze. 1, 2, 3 und 4. So, Mana. 135. 75 und 50 gibt 125, ne? So. Dann fehlen mir noch 5. Hä? Was? Hab ich mich verrechnet? Hab ich mich verrechnet. Egal. Soll mir recht sein, dass mir nur 5 Punkte fehlen. Gut, jetzt bin ich hier oben. Der alten, da drüben ist gerade das Altarturm. Ich kann mal schauen, ob ich dorthin komme. So, wie war das? Steingolems, stumpfe Waffen, was hätte ich denn da? Ich hätte Stäbe. Ja, das war's so ziemlich. Andererseits, der Taifun, der hat eine Klinge, ne? Der starb nicht so richtig. Ah, eigentlich hätte ich hier gerne so einen Hammer. Und vielleicht kann ich ihn einfach einfrieren. Na, das funktioniert nicht. Blitz. Macht einiges an Schaden. Sehr gut. Ich brauche Mana. Verdammt. Gut. Kann ich eben physisch irgendwas anhaben? Ach ja, richtig. Ach ja, richtig. Ich muss einfach nur immer hauen, kurz bevor er zuschlagen will. Da war ja was. Ich erinnere mich. In der Erweiterung habe ich ja einige Steingolems umgelegt. Wobei... Ich weiß nicht, ob es Steingolems waren, aber es waren auf jeden Fall Golems. Das funktioniert vorzüglich. So, das reicht erstmal. Und ein Leben bräuchte ich. Ja, komm, die Fische müssen weg. Fische sind nervig. Die benutzen einen. Die legen einfach nur Platz. Ich bin der Meinung, man sollte hier Ordnung wahren im Inventar. Und möglichst wenig verschiedene Dinge dabei haben, die man möglichst universell anwenden kann. Zum Beispiel Pilze. Denn Pilze sind nicht nur lecker, sondern sie geben auch noch Leben und Mana. Andererseits sind sie natürlich sehr langsam zum Heilen. Das ist leider das Problem dabei. So, Drachensnapper. Dann komm mal her. Eins und zwei und drei. Psst. Kommst du her? Beziehungsweise komm eben nicht her, sondern weiche zurück. Ach verdammt, der ist so schnell. Ja, okay. Wie gesagt, der ist so schnell. Ich sollte ihn zuerst einfrieren, dann die Blitze drauf spammen. Und dann mit der Waffe draufhauen. So, du Golem, da komm mal her. Ich weiß jetzt, ich krieg dich auch so klein. Aber wenn es ein bisschen dauert. Das ist ja alles nur eine Timing-Sache. Oder so. Dachte ich. Naiv. Wie ich war.
Oh, komm schon, warum? Alter. Könnt ihr jetzt bitte mal treffen? Ohne, dass er zurückweicht und ich keinen Schaden mache? Sag mal. Jetzt blöd. Das hat gerade wunderbar funktioniert, um das letzte bisschen abzuziehen. Warum treffe ich gerade nicht? Ach, das ist mir jetzt zu blöd. Komm, lass los. Lass los, du kriegst mich nicht. Ich bin schneller. Ich bin schneller. Sag ich doch. Bleib stehen. So. Geht doch. Blöder Golem, ey. Das Ärgerliche ist jetzt natürlich die ganzen Pilze, die ich gerade gefuttert habe. ne? Sind jetzt ein bisschen umsonst. Moment. 3, 5. Ich hätte gerne 7 hinten. Genau. Damit ich. Ja, wie gesagt, jetzt habe ich den ganzen Scheiß wieder herumfahren. Den ganzen Klumpatsch. Komm weg. Ah, ist schneller. Ist schneller, du Lump. Na, wobei, Beleidigungen sind hier fehl am Platz. So, sicher ist sicher. Und wir wissen jetzt, kommt ein Drachensnapper. Den werde ich einfrieren. Und dann würde ich sagen, gehe ich zu Xaras altem Turm. Ich bin sehr gespannt, was dort auf mich wartet. 1, 2. Und das letzte bisschen geht so. Genau. Nichts zu holen. Und leider haben die Drachensnapper immer noch nichts dabei, was ich in irgendeiner Form mitnehmen könnte. So. Das kann ich überschreiben. Was haben wir hier unten? Ich laufe lieber ein bisschen langsam. Snapper, Drachensnapper, Drachensnapper. Oh mein Gott. Gut, mit den normalen Snappern komme ich zurecht. Das heißt, die Drachensnapper sind eigentlich mein Problem. Aber die kann ich ja einfrieren. 1 und 2. Na? So, dieses war der erste Streich. Der zweite, verdammt, folgt nicht sogleich, weil mir Mana fehlt. Ups. Nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Voll nicht gesehen, dass der herkommt. Weil ich selber den Blick versperrt habe, ich Idiot. Ja, komm hier, friss. Friss Drachensnapper. Meinetwegen auch so. Zack. Zack. So, einer weniger. Und, naja, ich sag's mal so, sicher ist sicher. Ich hau mir mal ein paar Tränke rein. Nur zur Sicherheit. Nicht, dass der mich dann doch noch einmal trifft und dann aus Versehen umlegt. Moment. Haben die Drachensnapper, haben die Snapper irgendwas dabei? Da ist nichts zu holen. Also wahrscheinlich schon, aber ich kann's halt nicht mitnehmen. Ach, schau mal eine an. Das ist hier die eine Mine. Ach, hier bin ich jetzt. Ist ja witzig. Interessant. Gibt es da jetzt irgendwas Neues? Ich war ja zuletzt im zweiten Kapitel. Auf jeden Fall keine neue Leiche. Hier, glaube ich, ein toter Ritter oder Paladin lag hier rum. Ach, guck mal, hier ist ein Drachensnapper drin. Früher waren hier Minecrawler im zweiten Kapitel. Ist da ein Drachensnapper drin? Interessant. Tja. Gut, ich würde mal sagen, ich halte hier meinen Mana hoch. 80. So. 155. Und dann würde ich mal ganz viele Pilze futtern, ne? Dann kann ich nämlich komplett heilen. Und krieg noch vielleicht 5, vielleicht 10 Punkte Mana. Und guck mal, ich brauche gar nicht mehr so viel Erfahrung. Ich glaube noch ein Drachensnapper. Ja, gar nicht mehr so viel, ne? 85 Erfahrungspunkte. Dann habe ich die nächste Stufe. Cool.
Aber jetzt ist die Folge erstmal zu Ende. Und was in dieser Mine und danach in Xaras Turm auf uns wartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin auf Wiedersehen.